so ein Vlog Nummer 165, glaube ich, oder so ähnlich. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, ich begrüße euch an diesem wunderschönen Freitag. Bin gerade von der Arbeit heimgekommen und habe mir auf meinen Kramer geschwungen. Hört der im Hintergrund schon dackeln? Der läuft schon. Ich bin wieder beim Schälen. Schälen, nicht ackern. Schälen. Schälen und ackern ist ein Unterschied. Ackern ist den Boden richtig rumdrehen und schälen ist bloß die Wurzeln oben abzuschneiden, die Pflanzen. Kleiner, aber feiner Unterschied, deswegen schäle ich mit Eichertuch und ackere nicht mit dem Mustang. Das ist der Grund. Ja, ich habe nachher Regen angefangen und man sieht da oben, wo der Boden so schön gewendet ist. Da habe ich gestern gearbeitet, bis daher in etwa. Und heute habe ich dieses Stück da schon. Ein paar Bahnen. Flug habe ich mir jetzt richtig eingestellt, der passt soweit, der schält nur oberflächlich, so wie das muss. Der Bulldog, der kocht, spritzt vorne ein wenig Kühlwasser, ich glaube, dem wird es gut warm. Ja, und der Flug, der rote dahinter, schön blank. Die Düngeeinleger vom anderen, das brauche ich im Moment nicht da dafür. Das geht auch so. Deswegen arbeite ich mit dem. Ja. Und da bin ich jetzt fleißig drüber, die Sonne blecht von oben runter, es ist gut warm heute, ich glaube 28 Grad oder sowas haben wir. Es geht immer ein wenig Wind, dann hält es das aus, aber warm. Gut, machen wir noch ein bisschen weiter und dann wird es später mal Kaffee trinken geben. Nehmen wir schon. Na. Aha. Okay.
meiner Fehler. Ich hätte das Ganze sauber machen sollen und nicht die Disteln da so ein bisschen stückless weiß. War nicht so toll. Verdammte Stroh.
Dann gewinne ich den Sieg. Mal gucken, was die Zeit sagt. Na ja, trink mal einen Kaffee. Thank you.
es ist mittlerweile Samstag. Ich habe gerade eben in Karl 300 den Mist verfahren. Gestern in dem Pferdestall ausgemistet, die Lore war gut voll. Ja, den Stroh habe ich gestern auch aufgefüllt. Da gibt es auf Instagram Bilder vom Radlader. Und ja, da habe ich noch ein paar andere Dinge gepostet gehabt. Ist unter anderem auch auf Facebook zu finden. Ja, und jetzt ist es kurz vor 4:45. Jetzt fahre ich schnell meine Schwester abholen von der Arbeit. Und anschließend mein Futter holen. Die Kisten stehen schon hinten drin. Ja, und dann kann ich Futter aussortieren. Und noch ein wenig schälen, habe ich heute auch schon gemacht. Wieder ein paar Bahnen, geht halt leider nicht so schnell. Ich meine, ich habe 45 cm Arbeitsbreite. Ja, könnte natürlich mehr sein. Aber besser wie nix, sage ich ja mal. Wenn ich überlege, der IHC mit dem Mustang, der hat halt 1,20 Meter. Und 1,20 Meter, dann läppert die Flächen unten natürlich schneller runter. Mit die 45 cm. Braucht schon ein bisschen. Aber gut, es wird langsam. Hat wieder ein bisschen geregnet gehabt bei uns, deswegen war es hinten auch unter der Lore so nass, da ist das Wasser runtergelaufen. Wir hatten heute Nacht wieder, ja, knapp 5 Liter. Es kam aber so ein plötzlicher, schneller Plausche. War gut Wasser, also ich glaube nicht, dass viel in den Boden da ist, das ist eben oben drüber weggelaufen, deswegen steht es da unten, aber gut. Besser wie nichts. Beschweren will ich mich nicht. Regen ist immer gut. Gut, jetzt machen wir uns auf den Weg, sonst wird es nichts. Zündung, vorglühen. Ja, wie beim Schlepper. Die Choke-Leuchte leuchtet dabei. Der hat gar keinen Choke. Starten. Ach schau, die Bremsleuchte leuchtet immer mit. Wie schön. Oh, der Wendekreis, der Wendekreis, der Wendekreis. Ja. Luft hier rein, stecke ich in der Kiste. Ne, kommt nix. Auf meine Wiese hier drin. Aber da darf schon noch ein bisschen mehr. Jetzt kann sich langsam vor der Trockenheit holen. Gut so.
bei meiner Schwester. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder daheim bin. So Leute, und damit wäre ich schon wieder am Ende vom Video. Es ist jetzt Montagabend und kurz vor 11. Ich hatte noch gerade Besuch. Ja, schöne Grüße gehen raus an Robert McCormick und seine Familie. Danke für den netten Besuch, war ein schönes Gespräch. Wir haben ein bisschen gequatscht gehabt, ist ein Zuschauer hier von YouTube. Und der war mal zu Besuch, wir haben ein wenig gequatscht gehabt. Und da hat sie mich umgeschaut gehabt. War mal sehr schön, sehr nett. Also wie gesagt, Grüße an euch. Ja, die Woche ist nicht mehr viel passiert. Ich wollte eigentlich heute noch ein bisschen schälen unten, aber vor dem Bekannten steht gerade ein Ford 3000 hier. Das könnten wir vielleicht im nächsten Video mal gucken. Der hat einen defekten Bremslichtschalter. Habe ich heute schon geprüft. Es liegt Plus an und Masse liegt an, der Bremslichtschalter schaltet aber nicht durch. Wenn ich aber auf die Masse mit Plus drauf gehe, dann leuchten die Blinker hinten. Ist ein Zweikammersystem, kein Dreikammersystem, dann müssen die Blinker leuchten wie beim KL300. Ja, und daher gehe ich der Annahme nach, der Bremslichtschalter ist definitiv kaputt, der schaltet nicht durch. Ja, da werde ich morgen nochmal nachgucken. Habe ich heute schon ein wenig gepopelt gehabt vor dem Abendessen. Zum Schälen bin ich nicht mehr gekommen, habe ich am Samstag noch ein Stück, bis zu der Erbsenmunde bin ich auch gekommen. Und ja, es wird langsam, es lichtet sich. 0,4 Hektar sind noch nach. Eventuell kommt da noch ein Spezial, mal gucken, müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt da noch jemand dazu, schauen wir mal. Auf jeden Fall, das war es jetzt für dieses Video. Ende ist vielleicht ein bisschen kurz, liegt aber dran, weil ich muss jetzt noch Video schneiden. Es ist wie gesagt 11 Uhr und um 5.20 Uhr klingelt der Wecker. Aber was macht man nicht alles? Hat ja doch Spaß gemacht. Ja, in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen eine schöne Woche. Und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus.